Meine Damen und Herren, willkommen zurück zu Zelda Ocarina of Time für die N64. Nicht Master Quest, sondern die normale. So, im letzten Part haben wir ja den Waldtempel besiegt. Dann hab ich gespeichert und bin rausgegangen. Zum Glück bin ich jetzt hier. Hier wollte ich eh hin, weil wir holen jetzt einfach das Lied von hier ab. Da sind wir mal, wer der herkommen können. Schade, dass ich das nicht skippen kann, Alter. Das würde ich anders fühlen. Was die Kantate des Lichts erlernt. Mensch, so eine Nuss hätte ich auch gern, um die Gegner zu blenden. So, das Geile ist, gehen wir gleich mal hin und reißen die Zeit zurück. Weil... Du musst leider Sorge der Wahrheit. Wenn wir schon mal hier sind. Oh, warte mal kurz. Der Dungeon in dem Brunnen. Da kriegt man relativ zeitig das Auge der Wahrheit eigentlich. Also man muss nicht den kompletten Dungeon machen. Mini-Dungeon. Zumindest, ich glaube, das beim Master Quest war das, glaube ich, so. Aber da bin ich mir jetzt gerade nicht so... Hallo, kleines Wurf. Ich glaube, da bin ich mir jetzt nicht so... Ups. So sicher, ob das so war. Gibt ja auch ein Minispiel, wo du den Hund suchen musst. Von der älteren Dame. Ah, fuck, stimmt, das Ding ist ja runter. Warte, was war? Nee. Warte. Fuck. So war's. Schade, dass ich nicht einen Pony rufen kann, aber hey. Ihr seid langsam weg. Dun, 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 dun.
Na du geiles Huhn? Das Schwert muss ich ja ohne holen. Das große Langschwert. Hey, listen. Na du, Playboy? Komisch, dass der Brunnen irgendwie mit dem, also dass die Mühle mit dem Brunnen irgendwie verbunden ist. Quasi so mit das Wasser rausgepumpt wird. Naja. Besonders, es regnet noch. Ja gut, so schnell kann es durchregnen, das Wasser. Und jetzt rein damit. Also warte mal kurz, mir fällt gerade was ein. Ich hab vergessen, die Tote reinzumachen. Ups. So, kann wieder losgehen. So, wir brauchen ja quasi nur das Auge der Wahrheit. So, und sobald wir es haben, können wir wieder rausgehen. Deswegen mal gucken. Oh, listen. Ich habe keinen Hinterhaken jetzt einstecken. Stimmt. Das war schon so. Nice. Munition. Dieser Playboy. Ich muss gerade überlegen. Nee, unten war das mit der Bombe. Hier war das mit der Bombe. die Krabbe-Meme. Nice. Jetzt brauchst du es mir gar nicht spielen. Perfekt. Ich hätte eh nur gemacht wegen die Krabbelbomben. Und weil das Minispiel geil ist. Aufpassen, weil es auch hier Dinger gibt. Komm, hör auf. So, das könnte mich unbehelligt bewegen. Perfekt. So, weiter geht's. Ich muss ja dafür das Forst weglassen. Dafür muss ich dieses komische Symbol finden. Nein, von dem muss ich weg, da kann man schon durchs Dings ziehen.
auf jeden Fall. Nee, ist es nicht. Hier ist es. Das hab ich gesucht. Geflaxt. Ja, was soll's. Dann muss ich auch bei mir zurück. Ich habe anders gemeint. War das bei Master Quest oder so? Hau ab! Ich glaube, hinten ist alle für das Erinnerung. Oder? Ach nee, das ist so ein. Ah, okay, hier ist so ein Ding. Von oben kann schon runterfallen, alles klar. Deswegen sind die Teile hier. Ich hab ja gewusst, es gibt zwei, wo man runterfallen kann. Ob das reicht, ich denke schon. So, und somit muss ich nicht bekämpfen. Ich kann einfach zur Kiste gehen. Denn wenn er mich jemals erfassen kriegt, war's das. Karte? So, das wollen wir doch nicht. So, und die Teile muss ich ohne einsammeln, um weiterzukommen. Einen wunderschönen gesegneten guten Abend. Die Deko-Nuss. Passend zum Spiel. Oh ne. Ich muss die. Fuck. Ich muss die doch einsammeln. Ich werde bekloppt. Das kann nicht wahr sein. Scheiße. Jetzt kotze ich aber wirklich. Link, reiß dich zusammen. Da hinten ist der Bube, alle Fälle. Da geht's ohne nicht weiter. Wie zu verkacken, da komm ich da hoch. Hm,
Das alle Fälle, dass ich von oben irgendwie runterfallen muss. Oder doch nicht. Gut, das hat sich doch erledigt. Perfekt. Gut, ich muss doch eine Eile einsammeln. Na, besser ist es. Hier rein. Boah, Spiele. Verdammte. Boah, Spiele, für mich die pure Liebe sind. Boah, das ist eine interessante und gute Frage. Auf jeden Fall. Also man muss es ja ein bisschen definieren können, indem man sagt, Spiele, die man so sehr mag, dass man die einfach dauerhaft zocken kann. Ah, der Endboss. Nice. Okay, warte mal kurz, kannst du mit D-Kundissen kann ich den leben? Boah. Ocarina of Time kann man halt jedes Mal zocken, weil das jedes Mal Spaß macht. Und man lernt immer neue Dinge dazu, wenn man sich drauf einlässt, auf jeden Fall. Obwohl das Spiel schon über 20 Jahre alt ist. Kingdom Hearts, zum Beispiel. Da habe ich auch vor... Was ist denn der Creep? Ich glaube, vor 2 Jahren habe ich mal die komplette Serie... Alter, hau ab. Was ist denn der Creep? Da habe ich mir... Komm mal runter. Fuck. Komm, zeig mal dein hübsches Grinsen. Nee, das Gute zählt nicht. Komm her. Gut, wieder was gelernt. Fuck! Die Pokémon-Reihe macht zum Beispiel mir immer noch Spaß. Nach all der Zeit. Dieser Wichser! Das muss ich wieder fangen lassen, bis wieder der hochkommt. Nice. Ja, wo ich erstmal ging, hat's, also den ersten Teil gezockt habe. Lass mich mal los. Ein kleiner Creep. Ey, Freund! Das war knapp. Auf der PlayStation 2, das war schon geil. Auf jeden Fall. Die ganze Geschichte, die Musik dazu. Die ganzen Disney-Charakteren. War schon geil. Und dann kam ja dann auch noch auf der PlayStation 2 Kingdom Hearts 2 raus. Wo ich erstmal komplett überrascht war, weil man mit Roxas startet und nicht mit Sora. So. Fuck. Du Creep, lass mich los. So, und dann wenn du halt, ich glaube nach einer Stunde Spielzeit, tut man dann wieder wechseln zu Sora und die Story dahinter ist so... besonders wenn man die komplette Kingdom Hearts Story irgendwie... Alter, das bleibt doch mal unten! Alter, Bruder! Mach ich ihn auf diesen? Warte mal kurz, ich kann da einfach einen Stock nehmen. Mal gucken, ob es mit einem Stock mehr zockt. Komm, putt. Komm. Ich geb dir meinen langen Ast ins Gesicht. Fuck. Kommt der jetzt gleich wieder? So, und dann hab ich halt dann hab ich die Kingdom Hearts, mir so, da gibt's ja diese Trilogie-Packs, wo du halt Kingdom Hearts 1.5 und 2.5.
So, dann habe ich die halt gezockt, dann noch die Vorgänger und dann noch die Chains of Memories und bla bla bla. Also ich habe der 3 habe ich auch gespielt. Außer das ganz neue habe ich nicht gespielt. Das mit den Melodien, das war jetzt nicht so... Naja. Komm her, du Creep. Zeig mal dein hübsches Grinsen. Fuck! Ich glaube, der macht viel Damage, wenn er mich kriegt. Du kleiner Fix! Das kam, glaube ich, vor 2 Jahren. Nee, der 3 kam vor 2 Jahren. Vor 4 Jahren. Ich glaube, 2019 kam der 3 raus. Und ich glaube, vor letztes Jahr oder vor 2 Jahren kam ja das mit dem Melodiespiel raus. Das hab ich nicht gezockt. Von King Knarts. Na, geht doch. So, jetzt hab ich Auge der Wahrheit. So. Ich habe gesehen, es gibt eine Erklärvideo von Kinkenharz, also die ganze Timeline, weil die leider nicht chronologisch ist. Was für eine Scheiße. Ich hab's nicht angeguckt, ich hab's nur gesehen, das geht, ich glaube, 1,5 Stunden. Alter Schwede. Danke. So, mehr wollte ich gar nicht, ich wollte nur Sauge der Wahrheit haben. Für später. Alter, wenn ihr King Hearts wäre, werde ich auch noch streamen. So ist like. Du meinst Dark Souls und so, oder? Sind auch so ist like, oder? Oder irre ich mich da jetzt? Ah. Ich hab schon noch Kini. Doch, ich hab mir die Jens angezockt. Aber das ist schon. Das war noch auf der PlayStation 3. Also das ist schon ein paar Jahre her. Aber nie lange. Also nicht lange, den ersten Teil. Und dann habe ich... dann hab ich's gelassen, auf jeden Fall. Nice. Kinkenharz, geil. Die muss ich einfach ohne. Die werde ich einfach ohne Livestream auf jeden Fall. Das wird ein Spaß. So, jetzt muss ich auf den Berg. Aber da muss ich gucken, wie ich die PlayStation 4 an meinen PC anschließe. Ich habe die leider nur als PC-Spiel. Da wirst du wahrscheinlich Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne. Dieses mit den japanisch angehauchten wahrscheinlich gezockt haben. Warte. Kam ich vor kurzem noch sehen? So eine Art Dings raus? Ich muss gerade überlegen. Ach, Elden Ring, stimmt. Das ist ja von dem Machen von Dark Souls. Stimmt, Elden Ring. Der Name ist mir entfallen. Stimmt. Ihr müsst wahrscheinlich alle die gezockt haben. Achso, das ist mein Pferd. Stimmt, das habe ich schon stehen lassen. Muss ich echt überlegen. Digimon auf jeden Fall noch? Oder kommt es auch drauf an, welchen Teil, welchen Teil der gezockt hat? Dragon Ball auf jeden Fall. Dragon Ball ist nice. So viele fantastische Spiele.
Ich weiß gar nicht, warum die Leute so rumjammern, dass es nicht zu spielen gibt. Es gibt genug. Kann ich nicht verstehen, sowas. Fuck. Arschloch. Oh, fuck. Nee, warte mal kurz. Ich muss unten rein. Ich muss den Kleinen stoppen. Stimmt, stimmt, stimmt. Falls du Fragen zu irgendwas hast, kannst du ruhig fragen. Oh, beim ersten Mal. Krasser Typ. Schon blöd, dass du den gleichen Namen hast wie ich, ne? Keule. Fuck, das war nicht der Plan. So, ich muss. Alter, bleib oben, Junge. Ich bin ein Dunkeljäger. Der Drache ist so Müll. Es gibt zwar einen Trick, wo du dich einfach am Rand hinhängen kannst, wenn der rumfliegt und so. Aber erwischst du den Typen ja, ne? Ich glaube, wenn du hochgehst und der dich mit dem Stein trifft, dann warst du es. Ich weiß jetzt leider nicht, wie viel Herzen der Angriff von denen macht. Wenn er mich mit dem Stein trifft. Ja. Das werden wir schon heraus. Mann! Nein, chill. So, von den Playboyen kriege ich ja die Feuerfeste Weste. Hoffe ich zumindest. Muss ich mich mal erkundigen machen, wie das mit der Capture Card funktioniert. Ja, ja, von denen kriegst du es. Besorgen auf jeden Fall. Nice, danke. Ist mir dann relativ flatt, ob ich das auf YouTube hochladen kann wegen der Musik. Na gut, Latte ist das eigentlich, ne? Ist schon relativ scheiße dann. Kein Bock, das stumm zu schalten. Ouch. So.